kleine Mick, ist frech und lustig. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Die Burg. Papa, kannst du mir die Garagentür aufschließen? Jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Aber Papa, ich brauche einen Karton. Ich will mit meinen Freunden Ritter spielen. Und da brauchen wir eine Burg, denn sonst haben wir nichts, was wir angreifen können. Da können wir mit Kanonenkugeln draufschießen. Das ist prima. Und Otto bringt sein Ball mit der... Na gut, na gut, na gut. Ich komm mit. Aber du versprichst mir, dass du mich danach in Ruhe lässt, ja? Mhm. Danke, Papa. Das wird eine echt tolle Burg. Guten Tag. Ah, da sind ja die tapferen Ritter. Na, hör mal, das soll doch wohl nicht die Burg sein. Natürlich ist sie das. Warum? Ist doch ein Witz, oder? Wieso? Glaubst du, ich hab eine richtige Burg? Aber in deiner Burg, da gibt's ja nicht mal ein Tor, du dumme Nuss. Du nennst mich dumme Nuss, ja? Klar mach ich das. Du bist eine dumme Nuss. Sag das nochmal, ja, du Knalltüte. Was ist da los? Könnt ihr nicht mal eine Minute spielen, ohne euch zu streiten? Wir streiten nicht, wir diskutieren. Ja, weil die Burg kein Tor hat. Deswegen können wir sie nicht angreifen. Es fehlen noch Fenster zur Verteidigung. Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er sagt, es fehlen noch Fenster. Ja, damit die Wachen die Burg verteidigen können. Wenn ich euch die Fenster reinschneide, spielt ihr dann friedlich? Ja! Ja! Ja. Hast du die Liegestühle aufgestellt, Schatz? Noch nicht. Denk bloß nicht, dass das so einfach ist. Oh, wenn ich dich einmal um eine einfache Sache bitte, hörst du gleich mittendrin wieder auf? Das liegt aber nicht an mir, meine Liebe. Nick möchte, dass ich ihm Fenster in seinen Karton schneide, die Liegestühle wollen nicht stehen bleiben und die Schere ist auch nicht da, wo sie sein sollte. Hast du gesehen, was vor dir liegt? Hm? Oh, ganz zufällig, was? Na, vor 2 Sekunden lag sie noch nicht da. Wie wär's, wenn wir uns erstmal stärken? Denkste, mein Vater ist gleich fertig. Zuerst spielen wir Ritter. Bitte sehr, das Eingangstor. Wo sind die Fenster? Ganz einfach. Ich mache ein Loch und... Aua! Ah, toll! Mit Blut sind unsere Angriffe gleich viel echter. Eigentlich schade, dass es gar keinen Turm gibt. Und keine Küche. Ich als Ritter würde zuerst die Küche angreifen. So, sie hat Fenster und einen Eingang. Das wolltet ihr doch, oder? Ja, aber das sieht trotzdem nicht so aus wie eine Burg. Ja, ohne Turm, da denkt man eher, das ist ein Puppenhaus. Ja, wie das von Marie Hedwig mit ihrem Schminkzimmer. Ihrer kleinen Küche. Und dem Badezimmer für das Baby. Aber wir greifen doch nicht das Baby an, Leute. Und mit Türmen würde man einen Unterschied sehen. Ja. Gut, ich mache euch auch Türme, aber dann ist Schluss, klar? Na dann, viel Spaß, mein Lieber. Bläder, warum sagst du das? Och, bloß so. Ich kenne dich doch. Ich weiß, dass du dich beim Basteln immer verletzt. Deshalb finde ich das sehr mutig von dir. Und wenn du Hilfe brauchst, dann sag mir einfach Bescheid, ja? Hier, bitte, ein Turm. Ein Turm ist gut, aber 4 Türme wären viel besser. Du hast recht. Genau das wollte ich gerade machen. Sieht doch aus wie eine richtige Burg, Kinder, hä? Ja, vielleicht, aber ein Turm ist schief. Fass meine Burg nicht mit deinen dreckigen Fingern an. Der Kleine hat recht, der Turm steht schief. Das sehe ich sogar von hier aus.
Georg hat eine schicke Burg. Die sieht viel echter aus. Schade, wir hätten ihn einladen können zum Spielen. Also meine Burg sieht demnach nicht echt aus? Hm? Na ja. Doch. Bisschen. Nicht direkt. Nein. Offen gesagt, dein Ding da sieht irgendwie nach gar nichts aus. Na logisch. Es fehlen die Burgzinnen. Deswegen sieht man, dass es nur ein Karton ist. Aber ich werde sie anmalen. Dann werdet ihr schon sehen, dass es eine echte Burg ist. Aber Papa, wir wollten jetzt spielen. Aber ich will euch eine Freude machen. Ihr wollt mich doch nicht daran hindern, oder? Nein. Ja. Und was sollen wir jetzt machen? Zugucken. Dann könnt ihr euch beim nächsten Mal selbst eine Burg basteln. Kinder, es gibt etwas zu essen. Ja! Ich habe auch schon langsam Hunger gekriegt. Glaubst du, wir können bald Ritter spielen? Keine Sorge, ich kenne meinen Mann. Arbeiten macht ihn schnell müde. Lasst euch ruhig Zeit, Kinder. Ich brauche noch einen Moment. Willst du einen Pfannkuchen? Bloß nicht. Dann werde ich überhaupt nicht mehr fertig. Und du denkst doch auch noch an die Liegestühle? Wenn ich die jetzt aufstelle, wird die Burg nicht fertig. Und dann wirfst du mir hinterher wieder vor, dass ich alles nur halb mache. Sich Zeit lassen, das ist eine tolle Idee. Hör mal, Otto, wenn du ein Stöckchen findest, dann hätte ich einen schönen Farnmast. Sofort zu Befehl. Ich zeichne die Fahne. Tust du nicht. Diese Arbeit erfordert Konzentration und das ist nicht deine Stärke, mein lieber Klodwig. Aber... Ich kümmere mich schon darum. Deine Burg sieht jetzt wirklich echt aus, Papa. Das ist nett, Nick, aber ich will noch Kerzenhalter und Efeu um das Eingangstor malen, damit die Farbe nicht mehr ganz so sehr nach Pappkarton aussieht. Aber das ist mir doch völlig egal. Ich will nur eine Burg zum Spielen. Jetzt sei nicht so verbohrt, Nick. Ich kann sie doch nicht so lassen. Das muss ich irgendwie zu Ende bringen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht darum gebeten. Denn wir dürfen dir nur zugucken. Wir haben überhaupt keinen Spaß. Glaubst du vielleicht, dass ich dabei Spaß habe? Hier, ein toller Zweig für den Mast. Danke. Hey, Klodwig, kommst du mit? Wir wollen Cowboy spielen. Ich kann nicht. Ich spiele mit Otto und Nick Ritter. Wir könnten ja alle Fußball spielen. Mit meiner Kanonenkugel? Kannst du vergessen. Niemals. Das ist keine Kanonenkugel. Das ist ein Ball. Ja, aber damit greifen wir die Burg an. Was für eine Burg? Mann, wir dürfen die noch nicht mal anfassen. Wenn mein Vater dabei ist, können wir nicht spielen. Entweder wir spielen mit deinem Ball Fußball oder du riechst an meiner Faust. Dann versuch das mal. Hey, und wie wär's, wenn wir Völkerball spielen? Ja! Ja. Stopp! Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Entschuldigung, wir wollten nicht. Ist doch ihre Schuld. Sie sind auf dem Spielfeld. Wie war das? Das hier ist meine Baustelle und hier hat keiner was zu suchen. Na, und was ist mit uns? Wo sollen wir denn spielen? Du hast dein eigenes Zimmer. Genau dazu ist es da. Wie wär's mit einem Duell? Cowboys gegen Ritter. Ja! Hier gibt es einen Cowboy zu viel, Big Boy. Ich bin kein Cowboy, ich bin Ritter. Das werden wir sehen, wenn wir oben sind. Ich bin fertig. Und was ist fertig? Na, die Burg, du Blödhammel. Hammel schmeckt sehr gut. Ehrlich. Kommt, Kinder. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und du kommst auch mit. Dann wirst du sehen, ob ich alles nur halb mache. Da hat sich das Warten gelohnt, oder? Schade, dass es keine Fallgitter gibt. Ey! Was meinst du damit? Naja, ohne Fallgitter können sich die Ritter nicht schützen.
Das stimmt. Die Feinde können ein- und ausgehen in dieser Burg. Das ist keine Burg. Es sieht sowieso mehr aus wie eine Windmühle. Es tut mir leid, Roland hat recht. Ich werde noch ein paar Veränderungen vornehmen müssen und aber dann... Aber wir wollen jetzt gleich spielen. Das ist meine Kanonenkugel! Nein! Aber... Was? Nach drei Angriffen fällt sie schon zusammen? Hat ewig gedauert, bis sie fertig war. Da hätte sie länger halten müssen. Wenn ihr sie nicht verwüstet hättet, dann hätte sie das auch. Wenn ihr wollt, können wir mit der von meinem Vater spielen. Ich habe sogar Rüstungen, die wir anziehen können. Ja! Ja! Siehst du, du hättest sie einfach spielen lassen sollen, statt dich um die Burg zu kümmern. Na, jedenfalls, jetzt hast du keine Entschuldigung mehr wegen der Liegestühle. Papa, ich hab was vergessen. Auch wenn sie nicht lange gehalten hat, deine Burg war super schön. Das ist lieb von dir. Ich wollte dir einen Gefallen tun. Ist nicht schlimm. Mein Pech. So, und jetzt lauf, Nick. Oh! Die Leichtathleten. Müller zieht an Becker vorbei, aber da kommt Neumann. Er legt einen fantastischen Sprint hin und geht als erster über die Ziellinie. Neumann hat es geschafft, er wird Meister! Das war der letzte Leichtathletikwettbewerb in dieser Saison. Das war super! Hey, wie wär's mit einem Wettrennen in deinem Zimmer? Ich schlag euch bestimmt alle. Ja! Einverstanden! Prima! Oh nein, in meinem Haus gibt es kein Wettrennen, ist das klar? Gut, wir können ja eine Leichtathletikmeisterschaft auf dem Bolzplatz austragen. Ja, das ist super! Das ist super! Ja, ja, gute Idee! Ja. Wartet mal, ich habe eine Idee, wie das noch echter wird. Ich habe gewusst, dass Neumann gewinnen wird. Seht mal, die Medaille, die gehört meinem Vater. Die bekommt der Sieger. Oh Mann, die ist schön. Ist die aus Gold? Ja, eine echte Goldmedaille, keine aus Schokolade. Ein super toller Platz für Leichtathletik. Was für Wettbewerbe machen wir? Ich weiß! Hammer werfen! Juhu! Wartet mal, ich hole einen aus dem Werkzeugschrank von meinem Vater. Du bist vielleicht blöd. Man wirft doch nicht mit einem echten Hammer. Ach so? Puh, die hätten im Radio auch sagen können, dass das ein falscher Hammer ist. Da drüben, da können wir Weitsprung machen. Ja, und danach gibt es Speerwerfen. Damit stecke ich den Boxring ab. Was? Bei einem Leichtathletik-Wettbewerb? Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Na, von Leichtathletik vielleicht nicht, aber von Boxen schon. Eins ist sicher, ich bin der Beste. Ich habe die Medaille praktisch schon gewonnen. Ach ja, das werden wir ja gleich sehen. Weitsprung. Werfen. Oh.
werfen. Der Wurf zählt nicht. Sieger im Hammerwerfen, Nick! Zeig mal her, wer gewinnt denn? Tja, Georg und Nick liegen gleich auf. Es ist nur noch Laufen übrig. Dann wissen wir ja, wer der Sieger ist. Laufen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Es ist bald Essenszeit. Na, jedenfalls haben wir viel Spaß gehabt. Gib mir jetzt die Medaille wieder. Ich muss sie wegpacken, bevor mein Vater kommt. Du spinnst doch wohl. Sie gehört mir. Ich hab sie gewonnen. Hey, bist du blöd? Mein Vater bestraft mich, wenn er sieht, dass sie weg ist. Gib sie mir. Nein, du hättest ja selbst gewinnen können. Er hat recht. Du hast gesagt, dass sie der Sieger bekommen. Ja, das stimmt. Was man verspricht, muss man auch halten. Nick, komm sofort her. Du hast in meinen Sachen gewühlt. Wo ist meine Medaille? Tja, also, ich hab sie verloren. Meine Medaille? Die schönste Trophäe meiner Sportlerjugend? Er übertreibt. Es war ein Dartturnier. Ich will meine Medaille zurück, oder es setzt was. Aber nicht doch, Schatz. Nick hat nicht gewusst, dass dieser Tinnef dir so überaus wichtig ist. Wir finden sie doch sicher wieder. Wo hast du sie verloren? Naja, Georg hat sie gewonnen bei einem Wettkampf. Was? Ich hab ne Idee, Nick. Wie wär's denn, wenn du deinen Freunden vorschlägst, dass ihr nochmal um die Medaille kämpft? Gute Idee, da kann ich sie gewinnen. Aber das wird nicht einfach werden, denn Georg ist echt stark. Mach, was du willst. Aber ich will die Medaille zurückhaben, sonst gibt's ne Strafe. Georg! Hallo, Nick! Wie wär's mit einer Revanche? Eine Revanche? Wofür? Naja, für den Leichtathletik-Wettbewerb. Wozu? Ich hab die Medaille ja schon. Eben drum. Ich will sie wiederhaben. Du hast wohl Angst zu verlieren. Naja, dann... Ich? So ein Quatsch. Ich kann die Medaille auch ein zweites Mal gewinnen. Na, dann machen wir's nochmal. Und nur du und ich. Sehr gern. Wann immer du willst. Und wir? Können wir nicht mitspielen? Nein. Du siehst doch, das ist ein Duell. Genauso wie in den Western. Ja, aber da ich die Medaille schon habe, was gibst du mir, wenn ich wieder gewinne? Du könntest ihm ein Spielzeug geben. Ich will kein Spielzeug. Davon habe ich genug. Wenn du verlierst, dann trägst du meine Schultasche eine ganze Woche lang. Einverstanden. Dann bis nachher auf dem Bolzplatz. Nein, das klappt nicht. Ich habe heute meine private Engelstunde. Geht erst morgen. Morgen ist es zu spät. Mein Vater will seine Medaille heute zurückhaben. Einverstanden. Dann machen wir das hier in der Schule. Na klar, und du hast natürlich auch einen Speer in deiner Schultasche. Stufensprung. Der zählt nicht, du hast dich festgehalten. Doch, der zählt trotzdem. Was mischst du dich eigentlich ein? Ich hab ne Pfeife, deshalb bin ich der Schiedsrichter. Von wegen, du hast keine Ahnung von Leichtathletik. Na und ob ich die habe? Die Regeln besagen, dass man da oben auf der Stufe nicht wackeln darf. Welche Regeln denn, Schwachkopf? Wir haben das Spiel gerade erst erfunden. Hey, du darfst den Schiedsrichter nicht beeinflussen. Stimmen wir doch ab. Die, die glauben, dass Nick gewonnen hat, heben die Hand. Schultaschen werfen. Echt guter Wurf. Habt ihr sie nicht mehr alle? Ich warne euch, wenn ihr das noch mal macht. Also das sage ich jetzt den Hühnerfeld. Ich muss noch mal. Adalbert hat mich durcheinander gebracht.
Oh nee, Adalbert, hin oder her, das zählt trotzdem. Und ich hab gewonnen. Ich sag euch, was ihr gewonnen habt. Eine Stunde nachsitzen. Das wird euch lehren, sorgfältig mit euren Sachen umzugehen. Also, den Schultaschenwettbewerb hab ich gewonnen. Aber der Wettbewerb ist noch nicht vorbei. In der nächsten Pause geht's weiter. Ruhe! Eigentlich ist nur noch eine Disziplin offen. Laufen! Wir sagen, der Erste, der nach dem Klingeln zur Pause auf dem Hof ist, hat gewonnen. Ja! Ludwig, geh in die Ecke. Na und? Machen wir es so? Flurlauf. Was sind denn das für Manieren, mein Junge? In den Fluren darf man nicht rennen. Und sieh mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Ich hab gewonnen! Ich bin Sieger! Das ist ungerecht! Das ist echt gemein! Ich hab wegen dem Hühnerbrühe nicht gewonnen! Hier, Nick, meine Schultasche! Oh. Guck mal, was ich damit mache! Oh Mann! Ach, verflixt, das gibt Ärger! Aber der Wurf ist viel besser als der von Georg. Also dann hat Nick gewonnen, oder? Ja, genau. Er muss die Medaille kriegen. Nein, nein, er ist aber nicht der Sieger. Ach nein, nun darf man wissen, wer der Sieger ist. Ja, er hier. Oh, hier, Papa. Meine Medaille. Ich war ein bisschen streng zu dir, Nick. Also, ich bin in dieser Woche nicht mehr böse, wenn du was anstellst. Gut? Ja, Papa. Du bist echt nett. Du sagst also nichts zu dem Brief in der Küche, hä? Ein Brief? Ich will spielen mit den Kumpels. Was? Ein Brief vom Direktor und eine Rechnung über eine kaputte Scheibe? Oh, nee.